Liebe Freunde, am 9. November, dem Schicksalstag der Deutschen, erinnern wir neben dem Ausrufen der Ersten Republik 1918, der Reichspogromnacht von 1938 und dem Mauerfall 1989 eben auch an die Gefahren, die der Demokratie durch diktatorische Bestrebungen drohen. Wir sollten uns vor Augen halten, was Demokratie im Kern bedeutet. Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Wahlrecht und natürlich der Respekt vor demokratischen Wahlen. Die AfD erfüllt in besonderem Maße die in Artikel 21 Grundgesetz niedergelegten Anforderungen an demokratische Parteien. Ihre Gründung war frei. Sie pflegt die innerparteiliche Demokratie. Ihre Kandidaten und Amtsträger sind Bürger aus allen Schichten des Volkes und sie legt Rechenschaft über ihre Finanzen ab. Sie ist im reinsten Sinne demokratisch. Im März 2016 ist die AfD mit 12,6% als drittstärkste Kraft in den Mainzer Landtag eingezogen. Wir haben nicht nur unzählige kleine Anfragen gestellt, sondern vertreten unsere Wähler durch stetige Ausschussarbeit und das Einbringen von Anträgen und Gesetzesentwürfen. Ich möchte hier nur auf unseren Gesetzentwurf für mehr direkte Demokratie hinweisen. Unsere Arbeit im Landtag kann jederzeit nachvollzogen und von jedermann bewertet werden. Gleichwohl ist es so, dass am morgigen 9. November, dem traditionellen Schulbesuchstag, sich einige Schulen weigern, gewählte Abgeordnete der Alternative für Deutschland mit den Schülern diskutieren zu lassen, so wie andere Parteien dies seit Jahren wie selbstverständlich tun können. Sie nehmen damit den Schülern, die das Wahlrecht haben oder es bald erwerben werden, die Möglichkeit, alle Meinungen und Perspektiven des im Landtag vertretenen Spektrums kennenzulernen. Demokratie ist das Ringen um den richtigen Weg, die Auseinandersetzung mit Andersdenkenden und der Wettstreit der Ideen sowie das Suchen nach Alternativen. Einige Schulen in Rheinland-Pfalz wollen ihren Schülern offenkundig keinen Einblick in das gesamte demokratische Miteinander geben. Ja, sie bevormunden ihre Schüler, geben ihre politische Neutralität als Beamte oder Angestellte des Landes auf und nehmen ihren Schülern auch die Chance, Demokratie ungefiltert und direkt zu erleben. Sie beeinträchtigen damit die Willens- und Meinungsbildung ihrer Schüler. Sie verstoßen damit insbesondere gegen den Beutelsbacher Konsens, für den Sozial- bzw. Gemeinschaftsunterricht. Und dieser gibt vor, dass was in der Gesellschaft kontrovers diskutiert wird, auch im Unterricht oder in der Schule kontrovers abgebildet wird. Liebe Lehrer, die Staatsgewalt geht nicht vom Lehrerkollegium aus, sondern vom Volk. Und dieses Volk wählt Abgeordnete, die seine Anliegen im Parlament vertreten sollen. Sie haben nicht das Recht zu entscheiden, welche Volksvertreter vor ihren Schülern sprechen und diesen Rede und Antwort stehen.